Willkommen zurück zu meinen Plenarnotizen aus dem Europäischen Parlament. An der ersten Plenarsitzung dieses Jahres in Straßburg habe ich hybrid teilgenommen, das heißt von Berlin aus mit abgestimmt, von Berlin aus auch mit diskutiert. Dafür haben wir ja die technischen Möglichkeiten geschaffen. Thema der Woche, dafür würden sich diese Woche, glaube ich, verschiedene Themen qualifizieren. Zum Beispiel haben wir neu gewählt die Präsidentin und die 14 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Wir haben auch den verstorbenen Präsidenten Sassoli gewürdigt. Es gab erhebliche Aufregung um den Auftritt des französischen Präsidenten Macron im Europäischen Parlament, wo er das Programm der französischen Ratspräsidentschaft für die nächsten 6 Monate vorstellte, wo wir aber erlebt haben, dass das alles in eine Art Wahlkampf-Schlammcatchen für die französische Präsidentschaftswahl ausartete. Man könnte das Thema des Digital Services Act zum Thema der Woche erheben. Da ist was, glaube ich, ganz Wichtiges passiert, darauf komme ich gleich noch. Aber ich würde sagen, das wichtigste europapolitische Thema der Woche fand gar nicht vor allem in Brüssel statt, sondern das war das vielfältige Ringen um die Frage, ob an der Grenze der Ukraine eine neuerliche Aggression Russlands stattfindet oder ob es uns Europäern zusammen mit den USA gelingt, Russland doch noch davon abzuhalten, diesen gefahrvollen, diesen verhängnisvollen Weg einzuschlagen. Gestern war der amerikanische Außenminister in Berlin, weil die USA und ich glaube zu Recht Berlin in diesem ganzen Ringen eine besonders wichtige Rolle zumessen. Ich glaube, man kann ohne Umschweife sagen, dass eine entschiedene Haltung von Berlin ganz wichtig wäre dafür, den russischen Präsidenten Putin tatsächlich zum Nachdenken zu bringen. Dafür hat sich ja auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Moskau sehr nachdrücklich und ich glaube, erfolgreich eingesetzt, soweit das bei einem solchen Erstkontakt mit dem russischen Krokodil Lavrov möglich ist. Es hat leider auch Signale der Unentschlossenheit gegeben aus der SPD. Und ich glaube, man muss wirklich sagen, die Situation ist so gefährlich, wie sie in vielen Jahrzehnten nicht war. Und dabei geht es nicht nur um die Ukraine. Es geht um die ganze Stabilität und Friedensordnung, die wir nach dem Ende des Kalten Krieges aufgebaut hatten. Faktisch beansprucht Russland die Oberhoheit über die sicherheitspolitische Orientierung aller mittel- und osteuropäischen Länder. Faktisch geht es darum, sozusagen eine Art Warschauer Pakt 2.0 zustande zu bringen. Nicht, indem die formell in ein Bündnis gezwungen würden und auch nicht unbedingt, indem die selbstständig gewordenen Staaten jetzt wieder Russland angegliedert würden, aber indem Russland die Kontrolle über deren Orientierung übernehmen sich anschicken würde. Das ist natürlich nicht nur für diese Länder, also die baltischen Länder, Polen und alle anderen, sondern für ganz Europa unakzeptabel. Das würde heißen, Europa in Interessenzonen von Großmächten aufzuteilen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier gemeinsam eine klare Haltung vertreten und diese Eskalation abwenden. Gewinnerin der Woche war die Malteserin Roberta Metsola, die mit einem guten Ergebnis zur neuen Präsidentin des Europäischen Parlaments gewählt wurde.
Sie kommt aus der Europäischen Volkspartei, die den Anspruch erhoben hatte, nach 2,5 Jahren Sozialdemokratie jetzt wieder dieses ehrenvolle Amt einzunehmen. Es ist nicht oft der Fall, dass eine Vertreterin aus einem kleinen Mitgliedsland diese hohe Position einnimmt. Deswegen kann sie durchaus stolz sein, dass sie die Unterstützung der großen Mehrheit der Kollegen für dieses Amt gewonnen hat. Und ich wünsche ihr und wir wünschen ihr viel Erfolg und dass sie tatsächlich die ausgleichende Rolle spielt, die sie versprochen hat. Bei ihrem Auftritt in unserer Fraktion vor der Wahl hat sie viele Kolleginnen und Kollegen positiv beeindruckt mit dem, was sie da gesagt hat. Ein Spötter sagte dann, obwohl die anderen Fraktionen auch wüssten, was sie uns da sozusagen in Aussicht gestellt hat. Aber ich hoffe tatsächlich, dass es nicht nur Wahlkampf, Gerede war, sondern dass sie das ernst meint, womit sie angetreten ist. Und dafür, wie gesagt, viel Erfolg. Verlierer der Woche war leider unsere Fraktion, die Grünen-Eva-Fraktion, weil wir bei der Wahl zum Präsidium halbiert wurden. Nach D'Hondt würden uns 2 Sitze zustehen, aber nach dem Wahlergebnis haben wir leider nur den 14. von 14 Stellvertreterpositionen bekommen. Für die bisherige Vizepräsidentin Heidi Hautala aus Finnland. Es ist nicht ganz einfach zu erklären, wie es dazu kam, aber so viel kann ich sagen, die 3 Fraktionen, die größer sind als wir sind ja die viertgrößte Fraktion im Europäischen Parlament, also die Christdemokraten, die Sozialdemokraten und die Liberalen, haben sich auf einen Pakt zu dritt zu unseren Lasten geeinigt. Und die Sozialdemokraten haben jetzt 5 Vizepräsidenten von 14, obwohl sie nur 20% der Sitze haben. Die Liberalen haben 3 statt den 2, die ihnen zustehen würden. Das waren die Zugeständnisse, die Christdemokraten gemacht haben, um die Unterstützung für Roberta Metsola abzusichern. Und dann hat man diesen Deal zu unseren Lasten gemacht. Wir haben dabei, glaube ich, auch Fehler gemacht, aber ich finde es schon bitter zu sehen, dass wir an der Stelle doch deutlich an Einfluss im Parlament verloren haben. Da werden wir uns anstrengen müssen, das zurückzukämpfen. Es gab 2 grüne Erfolge in der Sache in dieser Woche, bei allem, was auch schwierig war ansonsten. Und zwar einmal den Bericht des Sonderausschusses für Tiertransporte, der unter Vorsitz unserer luxemburgischen Kollegin Tilly Metz getagt hatte. Am Schluss, auf den letzten Metern, wurden die Empfehlungen von der Mehrheit nochmal abgeschwächt, leider. Und trotzdem würde ich sagen, die Tatsache, dass es gelungen ist, diesen Sonderausschuss zu haben und dass er viele unhaltbare Praktiken neu thematisiert hat, unseren Forderungen neue Dringlichkeit verliehen hat, das war schon ein Schritt nach vorne. Noch besser würde ich das Ergebnis bewerten bei den Verhandlungen über den sogenannten Digital Services Act. Da war die deutsche Kollegin Alexandra Gese für unsere Fraktion sehr erfolgreich beteiligt. Es ging praktisch darum, sowas wie ein Grundgesetz für das Geschäftsgebaren der großen Internetkonzerne für Europa aufzustellen. Was müssen wir von ihnen einklagen können, was zum Beispiel das Vorgehen gegen Hasspropaganda im Netz betrifft? Was sind die Regeln, die wir durchfechten können gegen
Werbung, die ganz gezielt sozusagen auf Einzelne gerichtet ist und die auch dazu beigetragen hat, sozusagen Hasswellen und rechtsextreme Wellen im Netz groß zu machen. Ich glaube, das war ein einschneidendes Ergebnis und es war gut, dass das Parlament mit sehr großer Mehrheit, weit über 500 Stimmen, dafür eingetreten ist. Natürlich ist das jetzt noch nicht Gesetz, sondern das muss jetzt in dem sogenannten Trilog verhandelt werden mit Kommission und mit dem Rat. Aber der Start, den das Europäische Parlament gemacht hat, der war erfolgversprechend. Und man muss auch sagen, im Rückblick vor 2 Jahren hätte man sich noch nicht vorstellen können, dass wir in der Diskussion so weit kommen bei der Einschränkung von bestimmter Form von Werbung, die wirklich bösartige Konsequenzen hat. Meine Arbeit diese Woche drehte sich vor allem um 3 Themen. Die Ukraine, dazu hatte ich schon was gesagt. Hongkong, dazu haben wir mit mehr als 580 Stimmen eine neue Resolution angenommen, in der wir auch eingehen auf die Entwicklung des letzten Jahres, seit das Staatssicherheitsgesetz dazu genutzt wird, jede demokratische Regung in der Stadt zu unterdrücken. Und drittes Thema war das sogenannte International Procurement Instrument. Da geht es um Handelspolitik, da geht es um Beschaffungsmärkte und da sind wir jetzt im Trilog, das heißt in der dreiseitigen Verhandlung zwischen Parlament, Rat und Kommission damit befasst, zu vereinbaren, in welcher Weise wir Druck erzeugen können, damit Partner, die bis jetzt nicht bereit sind, ihre Beschaffungsmärkte zu öffnen, im Zweifel auch die Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn sie im europäischen Markt unsere Freizügigkeit ausnutzen wollen. Bis jetzt haben wir da eine Schieflage. Unsere Märkte sind weit offen, auch chinesische Staatskonzerne bewerben sich durchaus erfolgreich um öffentliche Aufträge, die dann mit Steuerzahlergeld bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite wird für europäische Bewerbungen dieselbe Zugänglichkeit nicht eingeräumt. Das sehen wir nicht mehr ein. Seit 10 Jahren ist das eigentlich ein Problem, das angepackt werden muss. Lange ist es vom Kanzleramt unter Frau Merkel blockiert worden. Jetzt bewegt sich das nach vorne und ich bin für meine Fraktion daran beteiligt. Und wir hoffen durchaus, dass wir das noch in der ersten Hälfte dieses Jahres zu einem erfolgreichen Abschluss bringen werden.